Handtaschen, Reisegepäck sind einigermaßen interessant, beruhen auf künstlicher Verknappung. Ich habe lieber eine natürliche Verknappung, aber eine künstliche Verknappung, das ist die Jane Birkin-Tasche. Ich lese kurz vor. Das ist auch eine gute Quelle. Heute ermitteln Online-Plattformen wie Collector Square die Preise. Danach sind über alle Modelle hinweg die Birkin-Bag. Der Name kommt von Jane Birkin, der Schauspielerin und der Muse von Ginsberg, um 85% in 11 Jahren gestiegen. Tja, schön, dass so eine Tasche damals 2006 4.260 € kostete. Dann 12 Jahre später das Dreifache, 12.700 €. 2022, wie die Börse wieder, fällt das Zeug um 2, ja, 3.900 €.